So, das ist jetzt die fünfte Folge für heute von ETS. Okay, dann müsste das ja Folge 37 sein. Kann das sein? 3, 4, 5, 6, ja, doch, genau, heute. Ja. Okay, ja, dann herzlich willkommen zurück zu ETS 2. Nicht zu verwechseln mit 1. Also eins weniger. So. Wir haben eine Mission am Laufen gerade. Genau. Man sieht ja leider gar nicht die Last. Ne? Man sieht zwar die Fracht, was wir laden, aber nicht wie viel davon. Naja, gut. Let's go. Und ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt bei unserem Ziel angekommen sind. Lass uns Und von da losgehen. keine günstige Route wegführt, weil einfach wieder alle Routen nach oben führen oder für der Geier wohin führen. Dann machen wir einfach hier Fast Traveling zu unserer Garage. So, 40 dürfen wir fahren. Schön durch den Zoll erstmal durch. So. Hä? Wait, what? Ach, guck mal, das Logo ist hier in der Mitte irgendwo. Das gilt also wahrscheinlich hier für beide zusammen oder so. Das ist ja auch interessant. Okay. Nett to know. So, da vorne dürfen wir 30 fahren. Ach, die Ding sieht aber auch geil aus, ne? So from die Optik her. So mitten so im Wald und dann so diesen rötlichen Backsteinturm. Schon nicht schlecht. So, das Ding ist sogar zweispurig. So. Freie Bahn mit Marzipan. Okay. Na, ah, wir dürfen nur 80 fahren. Immerhin. Besser als 70. Ah. Wisst ihr, welcher ging es jetzt eigentlich? Wir sind jetzt wieder in. Was auch immer das hier ist. Wir sind in einem Ort. Dieser Ort, der ist so bekannt, der bedarf keiner näheren Erläuterung. So. Mal wieder richtig Gas geben hier. Wie geil ist das denn? Naja, also 80 ist jetzt nicht wieder wirklich Gas geben, aber zumindest ist es besser als hier immer mit 60 oder 70 rumzutuckern. So, da vorne geht es wieder hart nach rechts. Ja. Oh, wieder 70. Oh nein. Na gut, okay, wahrscheinlich da vorne mit dem Kreisverkehr. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und ja, 80, sehr schön. Dumm, oh. Auch eine schöne Gegend hier. So schöne weite Wiesen. Mit unserem Kronenauflieger. Diese Logos in diesen Scheinwerfern. Quatsch. In den Rückleuchten da. Das ist einfach sowas von ein Meme. Ganz ehrlich. Was zur Hölle? Wer denkt sich sowas aus? Und wer lässt sowas zu? Ja? Das muss ja durch irgendeine Chefetage gegangen sein. Oh, Gleise. Wie geil ist das denn?
Ja. Vor uns wieder Kreisverkehr. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. So, hier bin ich wieder 80. Sehr gut. Kann ich eigentlich mal irgendwann mal hier mein Sandwich aufessen? Das müsste mittlerweile eigentlich schon verschimmelt sein, oder? wie dieser kleine süße LKW da so rumwackelt. Yay! Ui! Voll Remix! Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So, oh, da vorne sieht es ganz schön nach Unfall aus. Okay, die machen zum Glück Platz. Sehr schön. Da ist gerade schon, ich muss jetzt hier auf die Eisen gehen. Oh, da vorne ist schon wieder nach rechts. Vor mir eigentlich lang. Achso, wir fanden diesen komischen Rechtsbogen hier. Oh, nee, ist der links? Hä? Egal. Auf jeden Fall. Alter, ein Kreisverkehr nach dem anderen. Eine Welt aus Kreisverkehren. Nee, nee. So, ich fahre jetzt wieder langsamer. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Boah, fahr doch mal. Was ist los mit dir? Mein Getriebe pennt ein. So, Tank sieht noch gut aus. Ja. 1000 Liter. Ja, läuft doch. Wie viel können wir? Weiß ich gar nicht. Wow. Okay, der bremst schon wieder. Ich zieh dran vorbei. Ach, wir dürfen nur 50. Wow. Entschuldigung. Ist ja hier Stadtgebiet. Upsala. ja, kein Wunder, dass er schneller, nicht mehr so schnell gefahren ist. ja, lol. Hält sich einfach mal mit 80 durch die Stadt. Krass korrekt. Nee. Nur Verrückte hier am Steuer. Boah, das ist ja aber auch ein schöner Kreisverkehr. Zweite Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Mein Rundumlicht noch an? Mein Rundumlicht ist noch an. Nee, jetzt ist es an. Hä? Egal, was ich mache, es sieht immer aus, als wenn es an wäre. Nee, jetzt ist es aus. Okay. Wow. Von hinten sieht es aus, als wenn es an wäre. Das blinkt ja immer so ein bisschen. Oder liegt es an dem Anti-Aliasing?
Oder an dem Film, an Anti-Aliasing vielmehr. Sehr interessant. Naja. Lass uns mal. Was ist denn da hinten für ein Gebäude? Immer geradeaus. Ah, sehr interessant. Sehr interessant. Doch. Oh, hier auch so eine alten Telefonmasten. Mästen oder Spannungstrassen, Stromtrassen. Spannungstrassen, ja, ist klar. Okay, hier dürfen wir mit 80 durchheizen. Sehr geil. Ah, da vorne ist das Ziel. Oh, und wir dürfen nur 50. 50. Da voll viele Denkmäler sind hier. Was geht hier ab? Boah. Guckt euch den an, so ein schöner Bus. Und die Pulilei. So, da vorne müssen wir nach links. Nein, es wird rot. Nein. Oh, Straßenbahn. Zwei hintereinander? Biege nach links ab. Was ist denn da verkehrt gelaufen? Normalerweise fahren Straßenbahn. Obwohl doch, Straßenbahn können auch relativ nah aufeinander auffahren. Lol. Cool. Das ist die A1 und das ist auch die A1. Hä? Mäp, mäp, pup, pup. Okay, die Passagiere da drinnen sind bei beiden die gleichen. Die Passagiere in den Straßenbahnen werden also nicht zufällig generiert. So, ich bin der Fotograf. Nice! Krass korrekt, Alter. Oh, hier vorne endet es schon, ne? Ja, hier endet es schon. Okay. Schade eigentlich. Boah, schöne Stadt. Also, die ist schon echt groß. Okay. So, mal aufhören, hier den Verkehr aufzuhalten. Oh, wir haben Rot. Oh, wird grün. Geht doch. Halt. Na, Fahrer. Lass mich mal vorlassen. Warum lass ich mich vor? Statt einmal einfach zu fahren hier. God damn it. Oh, hier vorne müssen wir links rein. Links ab. Wir sind heile angekommen. Es fängt an zu regnen, oh mein Gott. Bremst! Holy moly! So. Ein Pisswetter hier, ein Pisswetter. So, jetzt kriegen wir. Ja. 500 DP. Ah ja. Ah, schon ein bisschen mehr, weil der Trick auch etwas länger war, aber. Alles nicht so geil. So, mal gucken, was wir jetzt von hier für Aufträge bekommen. Okay. Aber wieder nach oben.
Ich meine, die würden wenigstens mit den EP ordentlich scheppern. Aber bei 70 Tonnen ist zu schwer. Das hier könnte man machen. 44 Tonnen geht schon. Ganz ehrlich, oh, okay, die Mission wäre, oh, 60 Tonnen. Aber die würde halt genau dahin führen, wo ich hin möchte. Schön nach unten. Okay. Bei OBS sieht es gerade aus. Oh. Kann sein. Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz hier kurz das Spiel beenden. Ich glaube mal, die Ausgabe von OBS hat sich gerade oft ein bisschen aufgehangen. Beenden. Ja. Alter, ich weiß gar nicht, ob ihr das gerade seht, aber ich muss mal ganz kurz hier, so. Ja, okay. OBS lief noch im Hintergrund, aber. Hä? Irgendwie ist die Ausgabe von OBS eingefroren. Ja. Solange ich das Fenster bewege, stimmt alles, aber sobald das Fenster still steht, friert die Ausgabe. Gut, dann muss ich mal ganz kurz hier Vollbildprojektion machen. So, jetzt sehe ich wieder, was ihr seht. Alter. Aber die Aufnahme läuft noch, ne? Ja, Aufnahme läuft noch. Hey, das ist ja beängstigend. Gut, weiter im Spiel. Ich habe jetzt gerade irgendwie Angst, dass die Aufnahme abgestimmt. Ja, nee, die Aufnahme, die sollte ja noch laufen, ne? Na kurz, ich mache mal kurz hier wirklich beenden. Ja. Ich komme mal ganz kurz in die Aufnahme rein. Aber die sollte noch laufen, ne? Ja, doch, die Aufnahme läuft noch. Genau, sehr schön. Das ist nur, dass ich. Alter, das ist ja wow. Was? OBS macht mir langsam ein bisschen Angst, ne? Kann auch das Compositing von KDE sein, aber warum? Weil alles andere funktioniert ja noch, ne? Ist nur das OBS-Fenster, was gerade so ein bisschen rumgespackt hat. Oder immer noch rumspackt. Ah ja, jetzt habe ich hier zwei Ausgaben. So, mal eure Kamera wieder ein bisschen hindrehen hier, damit ihr wieder das sieht, was. So rum. Sehr schön. Und dann, jetzt ist genau das Gleiche. Auch nice. So, wir wollten Aufträge. Auftrag. Und ich würde mal sagen, wir nehmen einfach mal diese 60-Tonnen-Lok hier. Das rappelt zwar wahrscheinlich mit den XP nicht so wie die hier oben, aber führt halt genau nach da, wo wir hinwollen. Von daher, let's go. Und letztens haben wir auch mit der Lok, mit diesen 60 Tonnen, sind wir relativ gut klargekommen. Von daher, was mir gerade auffällt, ich sehe jetzt gar nicht, wie lange die Aufnahme läuft. Und es regnet. Na gut, egal wie lange die Aufnahme jetzt schon ist, ich mache jetzt einfach noch 15 Minuten. Oder? Nee, ich habe doch schon halb angefangen. Angefangen. Hab ich jetzt bekloppt? Ja, nee, geht gerade mal 18 Minuten. Okay. 18 Minuten, das heißt, ich nehme noch 15 Minuten ungefähr auf, dann sollte das passen. Genau. Ja, komm, fortfahren. So, let's go. Frei wie der Wind. Gut schön. Lass uns loslegen. Ja, man sollte vielleicht seinen Scheinwerfer nicht aktivieren, wenn man gerade hier Kacke. Hohoho. Eieiei. Ah, das hat auch nicht gescheppert. Aber hat ordentlich Schaden für bekommen.
biege nach links ab. Demnächst rechts abbiegen. So. Freibad mit Marzipan. Biege nach rechts ab. Rechts abbiegen. Rechts abbiegen und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Schade, leider kann man hier nur so einsehen, wie eigentlich sein aktueller Gemütszustand ist, ne? Wo jetzt immer hier dieses komische Menü aktivieren. Das da. Oh. Wir sollten uns vielleicht mal doch Pen packen, ne? Ah, okay, komm. Wir packen uns mal Pen. Dann mache ich das mal mit der Mission mal lieber nicht. Achso, habe ich auch noch gar nicht angenommen. Okay, ich hätte doch einfach abbrechen können. Ich habe sie erstmal nur als Navi eingestellt. Ah, scheiße. Okay. Packen wir uns mal hier irgendwo. Können wir hier irgendwo Pen? Können wir irgendwo. Da, hier sieht es so gut aus. Da kann man nicht Pen. Da kann man Pen. Sehr gut. Los. Dann haben wir auch wieder andere Missionen. Mal gucken, was wir denn so für Missionen haben. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts abbiegen. Ah, rot. Hä? Einmal rot, einmal grün? Was denn nun? Rot oder grün? Hä? Was ist das für eine Konstellation? Achso, die ist wohl exklusiv für die Straßenbahnschienen. Das heißt, ich darf nur fahren, wenn alle auf grün sind, oder was jetzt? Wer findet sowas? Ja, wow. Wow. Oh my goodness. Oh. Hä? Kommt da ja keine Straßenbahn? Ach doch, da. Hä? Die steht doch aber. Fährst du jetzt? Ah, ja, okay, jetzt fährt sie. Wow, Alter, das ist ja interessant. Ist da, haben wir vorhin gar nicht drauf geachtet, ne? Da, auf die Ampel da, haben wir vorhin gar nicht geachtet. So, okay. Das ist ja mal sehr interessant. Net to know. So, jetzt können wir fahren. Sehr schön. Alter, wie geil ist das denn bitte? Ach so, das sind jetzt noch als Navi drinnen, ne? Route zurücksetzen und jetzt das da, genau. Okay, los. So, da vorne ist schon die Werkstatt. Sehr schön. Ein Pisswetter. Demnächst rechts abbiegen. Da blinkt sogar die Polizei. So, hier müssen wir rein. Biege nach rechts ab. Und jetzt davon nach links. Biege nach links ab. Hier endet es. Wollen wir unseren Acker gleich mal reparieren? Ich meine, wir haben gerade mal 20.000. Und kosten würde es schon 7.000, ne? Ach nee, ich habe bei... Habe ich jetzt nach dem Unfall gespeichert? Nee, ne? Zustand? Nee, habe ich nicht gespeichert. Okay, gut, da war plus 5.000. Ja, wollen wir ihn reparieren? Ich weiß ja nicht. Wartung. Hat schon ganz schön Prozente hier angesammelt, ne? Ah, komm. So. Dann fahren wir mal schön in die Parkgarage da. Wo ich ja letztens so eine extra Runde gedreht habe. So, hoffentlich ist der Regen wieder vorbei. Ah, aber es ist Nacht. Oh, wir sind die ganze Zeit mit Licht gefahren. Warum gibt es zwischen dem und zwischen dem keinen Unterschied? Ach doch, guck mal. Da, bei dieser Anzeige, die da ist. Da sieht man,
welche Lichtmodi an ist. Okay. Muss ich ja mal drauf achten. Sieht man da auch das Rundumlicht? Nee, das wird da nicht angezeigt. Wird das überhaupt irgendwo angezeigt? Sieht nicht so aus, ne? Nö. Aber das Licht wird angezeigt. Genau. Ah, okay, sehr interessant. Was sind denn die anderen drei Lampen da, die man da hat? Achso, das in der Mitte ist Nebel. Das da unten wäre Scheinwerfer Plus, aber das ist doch das hier, oder nicht? Ha. Und das ganz links ist wahrscheinlich hier unsere Lampe, die da. Also, oder die da. Die Kabinenbeleuchtung. Schätze ich mal. Ah, wer weiß das schon. Hä? Geht's mal auf? Achso, die ist schon auf. Das ist Tor. Upsi. So, wo waren wir jetzt überhaupt? Aufträge. Wir haben immer noch die beiden. Aber die Lok ist leider weg. Scheiße. Ah. Haben wir jetzt noch irgendwas nach Polen? Oh, das geht ja komplett nach Finnland, Alter. Holy moly. Sieht alles jetzt eher schlecht aus. Kacke. Ah. Alle Drecksmission hier. Nehmen wir die hier. Es war auch wieder so eine kurze. Scheiße. Fertig zum Losfahren. Nein, ich hacke. Okay. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Der Einsatz ist ja immer noch. Obwohl wir gerade geschlafen haben. Brauchen ja schon lange für die Kontrolle da. Oh, ich war viel zu schnell. Und dann links abbiegen. Oh, okay, hier ist Fahrt auf Sicht. Also für uns freie Fahrt. Yay! Demnächst links abbiegen. Okay, die Straßenbahnampel funktioniert noch. Oh, ein Zug. Links ab. Oh. Schöne alte Lok. Sehr geil. Wir sind heile angekommen. Und Bella ging jetzt auch gerast. So. Aufträge. Auftrag annehmen. Ja. Fahrt vorsichtig. So. Welcher Hänger? Der da. Der mit die große Kanister drauf. Ja. Zeit so. Zu gehen. Achso, das Ding kann weg, by the way. Wieder ein Zug. Was ist denn da los? Kann man es dann viel sehen? Nee. Doch, da hinten. Seit wann haben Züge oben rote Lichter? Biege nach rechts ab. Die roten Lichter ist auch bloß auf Kopfhöhe. Die Stirnlichter, die Züge haben, ist doch bloß für die. Also halt die Scheinwerfer quasi. Demnächst rechts abbiegen. Ja. So vorne hast du quasi drei weiße Lampen. Und hinten hast du nur die beiden roten Lichter normalerweise bei Zügen. Naja. Vielleicht haben die hier andere Sitten. Wer weiß es schon.
So. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Oh. Also noch scheint OBS zu laufen, ne? Also zumindest die Vorschau läuft noch von OBS. Na egal. Ich werde nach der Aufnahme auf jeden Fall mal wieder OBS neu starten. So, da vorne geht's nach links. Sehr schön. Wow. Mausverschieben auf eigenes Risiko. Hab die zwar gerade währenddessen angehoben, aber das war der Maus dann wohl auch ein bisschen egal. Alles. Erschreckend leer hier alles. Sehr schön. YouTube-konform machen. Solange wie kein Gegenverkehr kommt, stellen wir damit auch niemanden. Von daher. So. Wir haben Vorfahrtgewehr. Wow, Alter. Schreck mich hier nicht so aus. Was ist mit dir los? Ja, super. Auf einer Hauptstraße haben wir Vorfahrt gewähren. Na, super. Na gut, der wartet auf uns. Sehr schön. Das heißt, wir haben... Gut, der fährt hier noch sowieso nach rechts. Das heißt, wir können hier fahren. Sehr cool. Er hat gerade eben gar keinen Blinker an, ne? Hups. Kann ja mal passieren. Rechts ab. Oh, so eine schöne Brücke da oben. So eine Brücken sind geil, von der Optik her. Oh, Alter, ich liebe so eine Brücken. Eieieiei, die sehen so geil aus, Alter. Huhuhu. Schnieke. Sehr, sehr schnieke das Ganze. Ja, schon sehr geil. Ich war schon wieder dezent zu schnell. Und langsam wird es aber hell. Sehr schön. Wir fahren in den Sonnenaufgang. Kann ich ja nicht, denke ich, ausschalten, ne? So, dann so kann man den Sonnenaufgang besser genießen. Ist zwar natürlich so nicht STVZO-konform, ich weiß. Demnächst links abbiegen. Aber hey, es sieht zumindest optisch schöner aus. Auch wenn die Sonne hinter uns aufgeht, sehe ich gerade. Kacke. Wir fahren gerade gegen den Sonnenaufgang. Abbiegen und dann aber gut. Immer geradeaus. So, Straße frei, sehr schön, let's go. Da ist der Sonnenaufgang, guckt euch den Sonnenaufgang an. Genießt ihn, solange ihr wieder wie ihr noch könnt. Ja, schon sehr hübsch. Ach ja. So, mal lange aufrufen, wohin müssen wir eigentlich?
Wir haben ja schöne Stücke vor uns. Da mache ich am besten an der nächsten Gelegenheit mal Pause. Da zum Beispiel. Damit ich mal unbedingt mal OBS neu Links starten rechts kann. abbiegen. Das mit dem Geflacker macht mir ein bisschen Angst. Biege nach rechts ab. Guck mal, ich kann mal Pause machen, oder? Ach nee. Ah, doch, irgendwie schon. Jutchen, dann. Jutchen, speichern. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Wenn es dann heißt, irgendwas. Mal ganz kurz hier mein OBS doch da machen. Und dann ja, scheint die Aufnahme scheint aber zu funktionieren, oder? Alter. OBS rastet halt komplett aus. Ja, doch, die Ausnahme hat sich. Warte mal ganz kurz. Soundcheck. So, mal lange auf aufholen. Ja, hat auch funktioniert. Sehr gut. Okay. Ja, dann genau. Nein, halt. So. Sehen wir uns bis zur nächsten Folge. Was? Nein, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.